Wir sind erst 5 Tage im Spiel und man kann jetzt schon sagen, durch das schnelle Leveln, die meisten Vielspieler sind Maximallevel, haben alle Waffen freigeschaltet und die meisten Aufsätze sowie die Gunsmiths für die vielen Waffen teilweise schon freigeschaltet. Mittlerweile kann man schon sagen, dass sich eine Meta herauskristallisiert und wir greifen jetzt sozusagen auf diese Metadaten zu und zeigen einmal jeweils in jeder Klasse die beste Waffe, weil das interessant für uns ist als Extraction Loot Shooter Fans, was wir vielleicht brauchen später für Warzone, vor allem aber auch für DMZ, welche Waffe es sich vielleicht jetzt lohnt, gerade wenn man nicht so viel Zeit hat, sich darauf zu konzentrieren und diese auf Maximallevel zu bringen. Fangen wir in der AR-Klasse an und hier ist es so, dass die Custer momentan ein ganz heißer Kandidat für die beste AR im Spiel ist. Allerdings ist sie momentan noch nicht ganz universell einsetzbar, deswegen geht der erste Platz momentan noch knapp an die M4. Ich sag noch, wir werden sehen, wie sich die Meta jetzt setzt. Also es ist ein ganz enges Rennen zwischen der M4 momentan und der Custer. Die Custer übrigens ist die ganz normale AK-74. Die M4 ist deswegen auf Platz 1, weil sie sowohl auf kurze, mittlere als auch lange Distanz momentan dominiert. Das heißt, sie ist universell auf alle Reichweiten einsetzbar und damit die Allround-Waffe momentan. Und damit der Custer momentan vielleicht noch knapp vorzuziehen. Persönliche Vorlieben mal ganz außen vor gelassen. Bei den Attachments haben wir zwei ganz, ganz wichtige Punkte. Punkt Nummer 1 ist der Lauf und hier geht es um den Tempus Hightower 20 Zoll Lauf. Dies erhöht nämlich alle essentiellen Werte, die wir brauchen, und zwar die Geschossgeschwindigkeit, effektive Reichweite. Reichweite ist momentan ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viele Waffen über die hohen Distanzen oder höhere Distanzen einen starken Schadensabfall haben. Dann die Rückschusskontrolle, um besseres Recoil-Verhalten zu haben und Präzision beim Feuern aus der Hüfte. Damit wird diese Waffe auch auf mittleren Distanzen und natürlich auf längeren Distanzen zur tödlichen Waffe, weil der erhöhte Schadensoutput und ihre Genauigkeit die Waffen auf alle drei Distanzen tödlich macht. Der zweite Aufsatz, über den sich nicht diskutieren lässt, ist das Echoline GSX. Dieser Aufsatz hat die Spielerherzen erobert und sorgt nochmal für ein besseres Rückschussverhalten der Waffe, hat gleichzeitig eine Geräuschdämpferfunktion. Bei den Griff gibt es momentan zwei gängige Meinungen, und zwar einmal der Phantomgriff ist momentan eher der Standard, hilft nämlich schneller ins ADS zu kommen, aber vor allem die ZV-Geschwindigkeit nach dem Sprinten zu erhöhen. Wenn ihr euch aber schon dem Spielprinzip von Modern Warfare 2 angepasst habt und sowieso langsamer spielt, überhaupt nicht rumrennt, dann auf jeden Fall der Sakin ZX-Griff zu bevorzugen. Ihr habt nämlich eine viel bessere Rückstoßkontrolle ohne den Malus des Phantomgriffs. Genau dasselbe Prinzip gilt beim Schaft. Hier bevorzugt man den Demo Fade Pro Schaft. Der sorgt dafür auch hier, dass man schneller im ZV ist, gerade nach dem Sprinten, und erhöht nochmal das Sprinttempo. Und auch hier solltet ihr ein Spieler sein, der langsamer spielt, der sich an das etwas langsamere Gameplay von Modern Warfare 2 angepasst hat und gar nicht mehr durch die Gegend rennt, dann empfiehlt sich der Curio Precio Factory, also Fabrikschaft. Und zwar ist dieser nochmal genauer im Recoil-Verhalten, in der Zielstabilität, verhindert aber eure Geschwindigkeit beim Zielen, beim Laufen und die Zeit, die ihr benötigt, um ins ADS zu gehen. Für den fünften Aufsatz wird in der Regel kein Vordergriff genommen, sondern das Magazin vergrößert. Sehr, sehr beliebt ist hier das 45-Schuss-Magazin und damit habt ihr sozusagen die in Anführungszeichen momentane Meta-Variante der M4. Ihr merkt schon, ich habe das Magazin nicht ausgerüstet. Ich versuche lieber mit flinken Händen schneller nachzuladen, habe dafür ein Rotpunktsystem. Das ist persönliche Präferenz, aber in Anführungszeichen Meta wäre das 45-Schuss-Magazin. Da wir in Warzone und eventuell vielleicht auch in dem DMZ-Modus Perks dazu bekommen, lohnt sich auch nochmal ein Blick auf die Perks momentan im Multiplayer. Und zwar wird hier momentan sehr, sehr gerne benutzt als Bombenkommando, um weniger Schaden zu bekommen durch Granaten. Dann Eiltempo oder wie es im Englischen so schön heißt, Double Time, um schneller zu sein beim Rennen in Kriegsgeschwindigkeit. Man ist insgesamt viel schneller unterwegs. Flinke Hände erleichtert euch das Nachladen, wird extrem gerne benutzt, weswegen ich persönlich auch gerade so auf dieses 45-Schuss-Magazin verzichte, aber gerade ist wahrscheinlich auch diese schöne Kombination 45-Schuss mit flinke Hände. Und schließlich Geist, um komplett unsichtbar zu bleiben. Achtung, für Geist müsst ihr, glaube ich, Level 51 sein zum Freischalten. Also auf jeden Fall Geist dann sozusagen als ultimatives Extra. Als Feldausrüstung wird momentan am liebsten die Totenstille benutzt. Dieses dazu da, eure Schritte lautlos oder nicht ganz laut, auch so gut wie lautlos zu machen. Achtung, beim Aktivieren gibt es einen kurzen Ton, den Gegner innerhalb von 7 Meter hören können. Dieser Ton dauert ungefähr 2 Sekunden an. Also, wenn ihr Totenstille aktiviert, nicht direkt losrennen, sondern vielleicht eine Sekunde warten, wie die Gegner reagieren, 2 Sekunden warten und dann sozusagen euch in Bewegung setzen. Totenstille kann man relativ schnell aufladen und relativ oft benutzen und ist momentan sicherlich das beliebteste Field Upgrade, also die beliebteste Feldausrüstung momentan im Spiel. Leider auch, glaube ich, erst ab Level 52 oder 51 freigeschaltet.
Kommen wir zur nächsten Kategorie und das sind die Nahkampfwaffen und zwar das Messer. Nein, blöder Scherz. Die zweite Kategorie sind natürlich die SMGs und hier haben wir zwei Waffen, die versuchen, sich den Platz 1 streitig zu machen. Das ist einmal die FFS Hurricane und die Lachmann MP, also die MP5. Und die MP5 gewinnt das Rennen, weil sie alleine schon durch die Aufrüstungen eine viel universellere Waffe ist. Wenn wir uns die Aufsätze bei der MP5 anschauen, bei Lachmann MP, gibt es hier drei Aufsätze, die nicht diskutierbar sind. Das erste ist wieder mal der Lauf. Das Interessante bei dem F-Tech M-Sub 12 Zoll Lauf ist, dass die Geschossgeschwindigkeit erhöht wird, die Rückschusskontrolle, das Feuern aus der Hüfte, aber vor allem Dingen die effektive Reichweite erhöht wird und damit wird auch diese Waffe auf mittlere Distanz zum absoluten Brecher, weil der Schaden extrem verstärkt wird. Man bekommt also hiermit wieder eine universellere Waffe, die nicht nur auf kürzeste Distanzen Sinn macht, sondern auch auf mittlere und teilweise auch auf längere Distanzen Gegner zerschreddern kann. Bei den Mündungsaufsätzen wird tatsächlich noch heiß diskutiert und zwar gibt es hier zwei Devices, die momentan interessant sind, um wo sich die Leute kloppen geradezu. Und zwar ist es einmal der SA-Shelldämpfer 99. Dieser reduziert das Recoil-Verhalten, das Rückstoßverhalten der Waffe massiv und ermöglicht es euch, mit der Waffe wie mit einem Laser zu stehlen, vor allem, wenn ihr ein größeres Magazin drin habt. Leider muss man bei diesem Schalldämpfer allerdings etwas an effektiver Reichweite einbüßen, was die Waffe wiederum auf mittlere Distanz etwas schwächer werden lässt. Und deswegen ist hier Diskussion, ob das Syngard MKV nicht noch ein Hauch besser ist. Es erhöht nämlich weiter die effektive Reichweite, macht also noch mehr Schaden auf mittlere und lange Distanz. Aber das Recoil-Verhalten geht nicht ganz so runter wie mit dem SA-Schalldämpfer. Wir sehen also auch hier wieder, einen der zwei Tode muss man sterben, aber momentan scheint sich der SA-Schalldämpfer doch mehr durchzusetzen. Am Ende des Tages sind beide Schalldämpfer leicht freizuschalten und ihr könnt selber schauen, was euch gefällt. Man macht jedenfalls mit diesen beiden Schalldämpfern nichts falsch. Der dritte Aufsatz, ganz klar, gar keine Frage, ist mindestens das 40-Schuss-Magazin zu nehmen. Einige bevorzugen auch das 50-Schuss-Magazin. Auch hier ist es eine Frage des Ausprobierens, aber Tatsache ist, dass ein größeres Magazin euch immens hilft mit der MP5 in Kombination mit den anderen Aufsätzen diese Waffe erst wirklich zur Meta-Waffe werden lässt. In der Regel sind das die drei wichtigsten Aufsätze, der Rest ist optional und hier empfiehlt sich entweder ein hinterer Griff, ein Vordergriff oder einen Aufsatz einzusetzen. Wobei der Vordergriff hier mit dem FSS Shark Fin 90 erst einmal die leichteste Wahl darstellt, weil dieser Vordergriff überhaupt keine negativen Auswirkungen hat, außer ein stabileres Zielverhalten, was gut ist für die Waffe. Hingegen momentan der beliebte Kronos Griff das Lauftempo beim Zielen etwas reduziert, euch also etwas im ADS etwas immobiler macht. Die Frage ist, wie ausschlaggebend das ist, weil die Zuckungsresistenz damit erhöht wird. Und ja, um Himmels Willen, was ist Zuckungsresistenz? Das ist sozusagen das Verhalten, was ihr spürt, wenn ihr getroffen werdet, dass ihr dann die sogenannte Flinch-Bewegungen macht, also durch Einschläge der Kugeln in euren Körper die Waffe plötzlich nicht mehr stabil halten könnt. Und das wird damit stark reduziert, sodass ihr ein viel stabileres Verhalten habt, gerade auf kleinen Maps, wo es zur Sache geht und ihr Schüsse abbekommt, trotzdem noch zielgerichtet auf den Gegner zielen zu können. Das Kimme-Korn-System der Waffe ist sehr gut und somit wäre die Waffe auch schon fertig, aber ich kann auch jeden verstehen, der nicht auf ein Rotpunktsystem verzichten will. Das Kron-Mini-Rotpunktsystem ist hier immer empfehlenswert und das ist sicher der Moment, wo man sich wünscht, dass die Waffe 6 Aufsätze tragen kann. Also wählt 2 der Aufsätze. Mein kleiner Tipp wäre, wenn ihr ein Rotpunktsystem nutzen möchtet, dann verzichtet am ehesten auf den Vordergriff, auf den SS Sharkfin und nutzt den Kronos-Griff für diese bessere Zuckungsresistenz. Ihr werdet merken, das macht doch sehr viel aus. Bei den Perks wäre das gedacht, sehr, sehr ähnlich zu der M4-Bauweise, auch hier fast die identischen Perks, kampfgestählt, um resistenter zu sein gegen Granaten, Alttempo, um schneller zu sein, flinke Hände zum schneller Nachladen und Geist, das Nonplusultra, was eigentlich immer benutzt wird. Aber es gibt hier eine Ausnahme und zwar bei Alttempo wird tatsächlich auch gerne Spurenlaser benutzt. Weil ihr mit der SMG-Klasse mehr im Nahkampf seid und euch der Spurenlaser hilft, Gegner in der Nähe auszumachen und zu erkennen, bevor sie euch erkennen. Und auch bei den Feldaufrüstungen wiederholt sich das Spiel. Totenstille ist hier die Nummer 1 und ich werde jetzt das Ganze nicht weiter wiederholen für die anderen Klassen, weil ihr merkt schon, es wiederholt sich immer, bis sich da die Meta verändert, Nerfs reinkommen und Buffs reinkommen und so weiter, wird das so way to go sein. Also Totenstille auch hier wieder ganz klar die Nummer 1. Kommen wir jetzt zu der Scharfschützenklasse und hier wird es nochmal interessant, denn momentan ist das SPX-80 die Scharfschützenwaffe to go, weil man mit ihr super schnell im Scope ist und sie mit den Erweiterungen einfach die beste Quickscope-Waffe ist. Die Frage, die wir uns jetzt aber stellen müssen, ist, wollen wir dann jetzt die Waffen für den Multiplayer leveln oder für den Warzone respektive DMZ-Modus?
Und da kommt die Signal 50 ins Spiel. Man kennt sie bereits aus der Beta. Was ihre Eigenschaft ist, ist, dass sie besonders viel Schaden macht und trotzdem eine relativ hohe Feuerrate hat. Das heißt, auf gut Deutsch, sie verzeiht mehr Fehler. Und in einem Modus, in dem es um Leben und Tod geht, wo sozusagen der Tod das Ende von allem ist, in dem Sie-Modus, da ist so eine Waffe nochmal viel, viel versatiler als eine Waffe, die gut im Quickscopen ist. Das heißt, momentan Meta im Multiplayer-Modus von Modern Warfare 2 ist ganz klar die Nummer 1, die SPX 80, aber die versatile Sniper für unsere spätere Modi, interessanter wahrscheinlich, ist die Signal 50, weil sie tödlichen Schaden verteilt und Fehler verzeiht. Bei der Signal 50 gibt es zwei Attachments, die absolut essentiell sind und nicht fehlen dürfen. Und zwar sind das der Lauf und der Schalldämpfer. Bei dem Lauf reden wir von dem 29 Zoll TV Kilo 50. Dies erhöht nämlich die Geschossgeschwindigkeit, die effektive Reichweite, Rückschusskontrolle, was jetzt nicht so wichtig ist, und die Präzision beim Feuern aus der Hüfte. Also absolut entscheidend ist hier die erhöhte Geschossgeschwindigkeit, dass ihr weniger Dropdown habt eurer Kugeln und die erhöhte Reichweite, dass die Waffe auch auf längere Distanzen immer noch Gegner one-shotten kann. Absolut essentiell, ihr seht, ich habe es selber noch nicht freigeschaltet. Man braucht dafür die Signal 50 auf Stufe 50. Auf Stufe 15 ist also relativ schnell freizuschalten. Müssen wir nachher mal machen. Ich muss ganz ehrlich sagen an dieser Stelle, ich bin nicht der Scharfschützenspieler. Also ich muss mich da schon ein bisschen durchkämpfen. Vielleicht machen wir nachher mal ein paar Inversionsrunden dafür. Bei dem Schalldämpfer seht ihr genau dasselbe Prinzip. Es hat die Geräuschdämpferfunktion, ist klar. Dann wird die Geschossgeschwindigkeit auch hier wieder weiter erhöht. Und die Rückschussdämpfung ist da, was nicht so interessant ist, außer dass ihr weiterhin das Ziel verfolgen könnt beim Schießen. Das heißt, die Kombination aus dem Lauf und diesem Schalldämpfer erhöht drastisch die Reichweite, die effektive Reichweite, also den Schaden der Waffe auf höhere Distanzen und baut massiv Kugelgeschwindigkeit auf, dass ihr noch viel präziser seid, wenn ihr auf den Gegner zielt. Ihr müsst weniger vorhalten und ihr müsst weniger nach oben zielen. Die anderen Aufsätze sind jetzt optional, wobei beim Griff noch was sehr Interessantes am Start ist, und zwar der SA Finesse-Griff. Der erhöht nämlich nochmal eure ZV-Geschwindigkeit, ihr kommt also schneller ins ADS und ihr könnt die Waffe schneller anlegen, nachdem ihr gerannt seid. Also das ist nochmal ein Griff, der nur den Nachteil Rückschusskontrolle hat und damit sehr, sehr lohnenswert ist. Und bei den Visieren ist es wirklich absolute Präferenz, was ihr spielen möchtet. Ich kann nur empfehlen, alles mal durchzuprobieren. Probiert es aus, guckt euch was am besten gefällt. Aber ein kleiner Geheimtipp, was ihr auf jeden Fall auch testen solltet, was ich auch testen werde, ist die SZ-Wärmequelle 800. Das ist nämlich ein 8,7-fach Scharfschützen-Thermalvisier. Es erkennt also Wärmequellen auf große Distanzen für eine schnelle Zielerfassung, wie es da oben schon steht. Das heißt, ihr scannt den Horizont ab und ihr seht die Gegner herauspoppen. Gerade auf langen Distanzen oder wenn ein Gegner weit weg irgendwo im dunklen Schatten sitzt, dann ist er für euch nicht mehr zu übersehen. Dazu kommt noch, dass das Fadenkreuz bei diesem Aufsatz sehr, sehr, sehr gut sein soll. Also sicherlich ein kleiner Geheimtipp, den man selber mal testen muss. Bei den Perks haben wir das allseits beliebte Eiltempo drin, aber als Primärperk ist Overkill drin. Warum das? Weil wir eine vernünftige Zweitwaffe brauchen. Eine einfache Pistole ist hier einfach viel zu wenig. Das heißt, mit Overkill können wir eine Meta-SMG mit reinnehmen, zum Beispiel die MP5, und ist damit für alle Situationen bestens gewappnet. Was jetzt aber Perk 3 und Perk 4 angeht, müssen wir komplett auf die Scharfschützenrichtung gehen. Und zwar wird hier kaltblütig empfohlen. Man ist damit insgesamt unsichtbarer, aber vor allem auch für gegnerische Scharfschützen viel, viel schlechter zu sehen. Und gerade wenn man auf lange Distanzen zielt und den Horizont abaimt, dass man dann selber von einem anderen Scharfschützen erwischt wird, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Und dieses Perk hier ist essentiell, um dieses Risiko stark zu reduzieren. Und zu guter Letzt als viertes Perk die Draufsicht, was euch nochmal eine bessere Übersicht gibt und euch hilft, die Gegner besser zu erkennen, sie auszumanövrieren und taktisch noch besser vorgehen zu können. Vor allem, weil ihr bei Aktivierung auch noch eine Drohnenabdeckung bekommt. Damit sind wir mit den wichtigsten Waffen und Loadouts erstmal durch. Allerdings gibt es hier noch einen kleinen Bonus, denn wir sind ja hier im Modern Warfare 2 Multiplayer-Modus noch mit einer Shotgun unterwegs und DMRs gibt es auch noch. Also werfen wir doch mal einen kurzen Blick auf die Shotguns und sehen hier, dass die Lockwood 300 momentan wohl die beste Waffe ihrer Klasse ist. Der Punkt ist nämlich, dass ihr nicht nur Gegner auf kurze Distanz one-shottet, sondern mit den Aufsätzen, längerer Lauf und so weiter, ebenfalls Gegner auf mittlere Distanz mit einem Schuss erledigen kann. Sie ist etwas schwerer zu handeln, aber wenn man sie beherrscht, ist sie mit Abstand die stärkste Shotgun im Spiel. In der DMR-Klasse dagegen ist das SPR 208 momentan the absolute way to go. Mit dieser Waffe muss man sozusagen nicht auf ein Scharfschützengewehr verzichten, hat aber hier eine Waffe, die viel mobiler ist, unglaublichen Schaden raushaut auf lange Distanzen und momentan die beliebteste DMR ihrer Klasse ist.
In dem Sinne, weiter schönes Grinden. Wir freuen uns auf den 16.11. Es ist so spannend. Lassen wir uns nicht zu sehr hypen, was mit dem DMC-Modus passiert. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. In dem Sinne, bleibt sauber, bleibt gesund. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, zu den nächsten DMC-News. Hasta luego und hasta la vista.